zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir testen heute Minions, ja. Und zwar haben wir hier einmal Schoko-Banana-Milk-Snack, ja. So sieht es aus. Und Mini-Riegel findet ihr im Kühlregal, ja. Von der Seite, von unten, von der Seite und zack, von oben. Wir haben hier auch sowas wie eine Nährwerttabelle, ja, unfassbar interessant. 520 Kalorien pro 100 Gramm, Leute, ne? Also super zum Fettwerden, auf jeden Fall. Als nächstes habe ich hier die Schoko Bite Milch und Haselnuss, ne? So sieht das Ganze aus. Und ja, da sind 5 drin, hier sind 4 drin, warum auch immer. So von der Seite, ne? So sieht es aus. Und auch hier natürlich die Nährwerttabelle. 100 Gramm haben 493 Kalorien. Übrigens kostet beides über 1 Euro. Also man räumt hier richtig ab. Und jetzt kommt das absolut teuerste, was ich glaube ich jemals gekauft habe. Das Ding hier. Wie viel Gramm haben wir da? 55 Gramm Nettogewicht Schoko-Banana-Dessert. Das Ding kostet über 1 Euro. Ja, 55 Gramm über 1 Euro. Geht's noch? Leute, geht's noch? Ist aus Glas, ja, mit einem Plastikdeckel. Und hier sind halt Motive einfach schwarz drauf gedruckt. Nicht mal mit einer zweiten Farbe oder so. Man hätte es auch gelb-blau drucken können. Nein, einfach nur schwarz. Die Etiketten halten ganz schlecht auf dem Glas. Hier 311 Kalorien pro 100 Gramm. Also auch das haut ordentlich rein. Aber ja, wir haben ja nicht mal 100 Gramm, sondern 55 Gramm. Okay? Es gibt übrigens auch noch eine Minions-Torte. Und es gibt auch Minions Pets Spender, aber die drei Sachen habe ich jetzt hier mal mitgenommen und die werde ich jetzt gleich hier mal mit Joe testen. Bin sehr gespannt, wie uns das Zeug hier schmecken wird, ne? Also ja, lecker sieht das Zeug schon aus, muss man sagen. Ja, hoffe, es schmeckt nicht allzu sehr nach dieser künstlichen Banane. Aber ja, bin sehr gespannt, ob uns das Zeug hier schmecken wird. Ihr werdet es gleich erfahren. Na dann, ganz viel Spaß mit diesem Video. Jetzt bist du im Bild, du bist aber noch blau. Oh yes, ist wieder blaue Klaus. Wieder blaue Klaus. Ist ein Schlumpfmütz drauf? Der Joe weiß noch gar nicht, das tät halt sogar passen. Ein Schlumpfmütz? Ein Schlumpfmütz tät halt passen. Ich bring mal eine, komm. Du hast keine Ahnung, was es gibt. Hallo zu unseren User. Ja, hallo, hallo, hallo User, natürlich. User wissen schon, was es gibt. Aha, 1 zu 0. Kamera kalt. 1 zu 0. Nein, 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 das kann man ja so nicht sagen. Ja, muss ich mit Mütze aufziehen? Komm, ich ziehe nicht auf. Hast du nicht da? Wenn du mir jetzt eine Mütze aufziehst. Ich habe eine Mütze da. Ich habe auch keine Schlumpfmütze. 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 Jetzt bei. Oh, no, oh. Hör auf bitte. Das habe ich da. Das ist genau das Thema. Du hast gesagt, du ziehst auf. Das ist aber. Und das kannst du. Das kannst, ja, das kannst du auch draufsetzen. Komm, Nikolaus, das passt. Du hast gesagt, du setzt schon Mützle auf. Aber ein Schlumpfmütz hätte ich aufgezogen. Ah, aber woher komm, soll ich Schlumpfmütz kriegen? Kann doch sein. Das Video wird wieder das viel zu... Da gib's doch her, den Scheißdreck! Ja, du hier Scheißdreck! Oh, Mann! Jetzt vorbei so! Ich hab eine kleine Mützle. Ich hab eine kleine Mützle. Ich hab schon was anderes in der Hand. Aber sind halt die. Ja, du bist doch... Was ist das? Toll noch. Das ist doch der Ding, der Stegosaurus. Das ist doch was? Stegosaurus? Nein. Ich hab mal den Helmer gekannt. Stegosaurus ist klasse. Der hat aber Platte auf dem Buckel. Jetzt guck doch auf den Buckel. Der hat Platte, der Stegosaurus. Jetzt machen wir mal Dinosaurier wie so für Anfänger. Jetzt guck doch mal an. Was fällt denn da auf? Dass er grün ist. Er ist grün. Was fällt denn über Nomi auf? Hat er so Hörner hat. Wenn du noch tiefer siehst, dann... So, er hat Hörner. Er hat Hörner. Sehr gut. Wie viele Hörner hat er? 2. Sind es wirklich 2? Nee, da, ja, Blätter hat er da oben noch. Ja, nee, bleib beim Kopf, was hat er? Vorne noch, mir Nase. Also, wie viele Hörner hat 3. er? So. Das ist der Triorexus. Triceratops. Der Triceratops. 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 So, da haben wir nochmal einen. Das ist der Gecko. Das weiß nicht, was das für einer ist. Ach, das ist doch auch kein normaler. Und weißt du, was es da dazu noch gibt? Das ist doch ein. Das ist ein Fantasy Rex. Ah, ja.
Aber ein T-Rex normalerweise. Ich sag ja immer, irgendwann findest du mal einen Rupisaurus Rex. Rupisaurus. Also das soll ein T-Rex darstellen? Das weiß ich. Nee, eigentlich nicht, wegen den komischen Dinger hinterm Kopf. Aber weißt du, was es dazu noch gibt? Hä? Weißt du, was es dazu noch gibt? Zu dem? Ja. Eine Batterie. Das ist für ein Blödsinn. Was ist das? Was ich sage. Den kann man aufziehen. Hey, neu. So ein Schraubenstück. Ein Schraubenzieher, du kannst die Beule abschrauben und alles Mögliche. Das geht tatsächlich. Das ist ja schön festgezogen. Kreuzschlitz geht nicht, aber das geht. Ja, ist halt so Kinderheftles Beilage. Ja, so, jetzt hole mal rein, was es gibt. Willst du überraschen lassen? Hol sie, hast du Augen zu machen. Rum. Das Video wird wieder Katastrophe. Es gibt eine riesige Katastrophe. Viel zu lang. Oh, ich brauche zwei Löffel. Du machst Auge zu und drehst dich rum. So, ich brauche zwei Löffel. Soll ich mich echt rumdrehen? Ja, mach halt, komm, mach Auge zu, lass dich überraschen. Ja, ich guck da in die Ecke. Lass dich überraschen. Nee, wieder. Das ist der teuerste Scheiß, wo ich jemals gekauft habe. Wahrscheinlich Tiramisu für 7,99 Euro. Der teuerste Scheiß. Oder Tiramisu für 7,99 Euro. Ich guck echt nicht. Was ist? So. Ich hör's bloß rumfliegen. Ohne Luftzug kommt rein. Ja, ja. Du hast die ganze Luft rausgedrückt. Oh. So, jetzt pass auf, ich tu dich überraschen. Oh. Stück für Stück. Oh. Bist du das Große oder das Kleine? Das Kleine. Sicher? Ja. Dann gibt's jetzt das Kleine. Ich bin so gespannt. So. Ich weiß ja nicht. Darf ich es mal befühlen? Nee. So, da Hanne steht's. Moment, ich muss nicht. Ich mach nichts, ich weiß von nichts. Ich mach Lichter, Google so weiß von gar nichts. Ich will's aber nicht. Furchtbares Video. Zusammen. So, jetzt kannst du rumdrehen, jetzt kannst du gucken. Ach Gott, Minions. Minions, da kommt noch gerade ein neuer Film. Da weiß ich nichts davon. Da Minions. Kommt ein neuer Film. Banane, Schokobanane, das Schokobanane, ist ja aus Glas. Das hat. Über einen Euro kostet, ich glaube 1,49. Und umweltfreundlich. 55 Gramm sind da drin. 1,49 geht's noch. Und das teilen wir uns jetzt, oder? Und dann eine Glasverpackung. Nein, wollen wir uns nicht teilen. Ja, gut, Glas ist ja geschmacksneutral. Ja, und da ist ja ein Minion draufgedruckt. Auf ein Glas. Aber unfassbar teuer. Mann, ein Senfglas, früher war da auch Motive drauf. Hä? Ja, ist drüber geklebt. Ah, drüber geklebt. Ganz billig. Ja, und jetzt? Das können wir uns probieren und dann kommen die nächste. Du hast keinen Löffel? Es sind drei Sachen. Du hast kein Löffelchen? Ich habe ein Löffelchen. Da habe ich es. So. Also, du machst auf, du erzählst, wie es machst, wie das schmeckt. Wie also ich finde es jetzt schon mal drollig. Drollig, das ist im Glas, ist drollig. Ja, und noch was schmeckt das? Was steht drauf? Ja, normalerweise steht dran Schokolade-Banane-Dessert, Schoko-Banana-Dessert. Kein Vanille, ist Banane. Vanille. Jetzt noch bin Vanille? Gespannt, ob es Banane... Ich riech noch Vanille. Du riechst noch Vanille. Oh, du riechst wie 50 Vanille. Er hat gesagt, Vanille. Er kriegt sie mehr aus seinen Möbel raus. Ich krieg sie mehr aus den Möbel raus. Es riecht so dermaßen noch, Joe. Du bist auch Abend da bei uns, riecht die ganze Woche. Von dir hat man ganze Woche was... Oh, wie er wieder das Ärm ausspannt. Die sind nicht wie er wieder das Ärm ausspannt. Du normal. Kommst gerade aus dem Studio. Komm gerade. Normal, sagt er. Mach doch mal! Boah, Kerle, du bist echt wie ein Schrank. Ich hab 2 Stunden trainiert. Sag mal, der Umfangmesser. Oh, ich hab kein elastisches Meterband da. Ich hab 56 cm Oberarm geht früher. Nein, no, das geht nicht. 80. Du bist der 80er. Ja, lieber Ubi, jetzt sage ich erstmal Danke. Ja, bitte, es ist ein Überraschungstest. Es ist Überraschungstest. Joe hat keine Ahnung. Der Joe hat keine Ahnung. Ob ich ein Plastikdeckel. Das riecht aber lecker. Riecht's gut? Riecht's gut? Das riecht echt gut. Also jetzt pass auf, ich muss mal schön den User zeigen. Also oben ist Schoko drauf und ich habe das Motiv drauf, was? Whatever. Was? Whatever. For. Forever. Hast du das gleiche Motiv drauf? Whatever. Hast du das gleiche Motiv drauf? Forever and ever. Forever and ever. Whatever, ja, forever and ever. Zeig mal dein Motiv her. Zeig mal, halt schön. Tatsächlich. Höher. So, alles da, okay. Und guck. Es riecht noch Schoko. Ja, logisch. Schokolade. Und jetzt? Da ist weiß man nicht. Oh, das ist weich, das ist cremig. Esst du es zusammen oder einzeln? Du probierst gleich zusammen. Ich will es zusammen haben. Und? Hä? Lecker? Wie ist Konsistenz? Ist es musig oder ist es Pudding? Nicht musig, aber ist bald wieder dafür Schokolade.
Wie Nougat? Mhm. Mhm. Pass mal auf. Also oben, das braune oben, ist wie eine Schokoladewunde, so ein Bergat, ja, stimmt, wo lätschig wird. Stimmt, stimmt. Also lätschig im Positiven. Ja, das ist wie Nougat. Ich probier's mal. Einzel. Es ist halt Fettcreme pur. Das schmeckt aber schon. Ich finde auch die Bananen gut. Aber das Schoko schmeckt schon ja bloß noch fett. Schoko? Ah, das schmeckt ja bloß noch fett. Wenn ich ehrlich bin, die Schoko merke ich heute. Das merkst du was? Ich bin dein Bananen. Probier's mal extra, das schmeckt bloß noch fett. Warte mal, warte. Mmh. Das schmeckt bloß noch fett. Bis ganz zart noch Schoko. Mmh. Also das haut mir jetzt nicht weg. So. Und jetzt probiere mal, das ist Mousse. Mhm. Also das ist Mousse. Und das schmeckt nach Bananen. Mhm. Ja, das schmeckt nach Bananen. Mhm. Rubi. Jetzt probiere ich es mal zusammen. Die liebe Rubi hat recht. Die Schokolade schmeckt ja noch gar nichts. Die schmeckt noch gar nichts. Jetzt ohne Witz. Ich habe deswegen gesagt, weil ich bin ja dein Banane. Mhm. Die Banane ist okay. Aber das Ofen ist ja schon. Was wäre, was meinen wir? Also, der schmeckt halt noch fett mit ein bisschen Schoko. Mm. Mm. Aber die Banane ist eigentlich okay. Banane ist sogar sehr okay. Aber ich muss jetzt dir wirklich recht geben: Das Ding oben, ich spuck schon das Ding wieder raus, Bananen. Das Schokoladendeckelchen ist ja bloß. Mm. Ja, für den Kontrast. Mhm. Aber. Das Banane muss so. Aber wie viele Löffel hast du da jetzt rausgeholt? Das sind 3 Löffel. Das wäre maximal 4 Löffel. Also. 1,49. Zum alle Pleite. Überleg dir das mal. Ich meine, das Glas ist hammerdick. Da kann man nichts sagen. Das Glas ist richtig dick. Ein Qualitätsglas. Ja, was? Also ohne hat es einen dicken Boden. Er ist richtig schwer. Du auch nicht wegschmeißen. No, ich meine, die freie nicht weg, das kann man ja brauchen. Können wir Schnaps draus trinken? Das kriegst du was rein. Also, müssen wir rausschneiden? Nein, müssen wir nicht rausschneiden. Gott sei Dank. Weil ich schlaufe das. Also, das kann man essen. Was ist das? Willst du Sterne geben? Oder willst du warten, bis wir die andere Sache wollen? Ich gebe Sterne. Wir geben Sterne. Unsere übliche 5 Sterne. Ich zahle die Schokoladecreme. Puh, die kriegt nicht einmal Schokolade rein. Schokolade ist miserabel. Und das Bananenchen? Aber kann 3 geben. 3, ja. Oder was denkst du, gell? Du warst nicht auf mich heute. Nee, doch, ich wollte da so in die Richtung. Du hast immer viel zu viel auf mich. Oh. Aber komm schon mal nein, rieche, du riechst noch Schokolade. Ich hab zu viel rauskratzt. Ich riech bloß noch Glas. Also. Das Glas gefällt mir, das verdammt, Glas ist aber trotzdem, Steyr. Ja! Das kaufst einmal und kaufst zwei sogar, dann hast du ein Glas und gut ist. Ein großes Glas für feine Sachen. Okay, was probieren wir als nächstes? Also 3. Das nächstgrößere. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, welches von denen am besten ist. Ne? So. Was nehmen wir als nächstes? Das nächstgrößere. Das kann man so nicht sagen. Soll ich mich wieder umdrehen? Oder? Bloß ein anderes Format, neu kannst bleiben. Willst du brauchst nicht rumdrehen. Was jetzt? Obwohl du hast das Haukreiz. Jetzt spann mal Muskel. Oh. Und richtig die Arme hoch. Zeig mal, Muggis. Yes. Wow. Jesus, großer Gott. Jetzt riecht es so weh. Egal. Willst du jetzt... Wir machen nur, da haben nicht alle Menschen verrückt. Schoko-Banana-Milch. Oder Milch ist gut. Moment, oder willst du Milch-Haselnuss? Vielleicht Haselnuss dazwischen. Haselnuss. Oder willst du noch mal das Gleiche? Haselnuss. Mach's Uf-Holz raus. Hat unfassbar Kalorien. Aber egal. Vorne Uf. Vorne ist doch garantiert perforiert. Der Joe macht's wieder. Oh, das ist doch, muss doch vom... Oh Gott, doch. Ja, aber das ist doch in der Mitte zum Aufreißen. In der Mitte. Nein, da ist Perforation. Und da. Haja, also in der Mitte. Ach so. In der Mitte. Gott, Verbrauchertest! Durchfalle! Katastrophe! Ich weiß, was du meinst! Was haben wir für Menschen um uns rum? Ja, genau so! Genau so! Fällt eins! Da ist ja eh klar.
Ja, aber sind 5 drin. Jesus Gott, überleg doch mal, da hätte 6 Snipers. Halt's mal zu den User. Tatsächlich, guck mal, da hätte 6 Snipers locker. Und 5 hätten sie drin, der Hanne steht. Da steht, irgendwo steht 5. 5 plus 1. Das ist ja voll der Pschiss. Das ist ja voll der Pschiss. Ja, ja, ist alles Kühlschrank. Unfassbar, kostet immer 1 Euro, ne? Der Pupi ist heute auch pleite. Ja, und jetzt komm, jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben zwar Inflation, aber das ist krank. Ja, das ist pervers, 1,49. Das ist komplett krank. Wie viel Gramm sind es denn? 100, 120? Das kannst du vergessen. Hier an der Seite 100, steht 5 Mal. 102 Gramm, ich habe gut geschätzt. Ja, 102 Gramm. So, ich mach das Ganze 102,5. Mal. 102,5. Ich mach das Ganze mal auf. Die Form kommt uns ja auch sehr bekannt vor. Ja, ne? Das kennen wir doch. Ich sag bloß, ich sag's nicht. Sag's ruhig. Sieht aus wie... Das riecht jetzt aber nussig. Naja, ist ja auch Haselnuss. Ja, aber es riecht gut du nussig. Du Genie, du bist voll der Einstein. Gut nussig, kommst du so. Also, Brust, so ein Quatsch. Mach nochmal. Das klingt wieder im Kopf. Ich bin best. Also, ich probiere. Also, sind so 3 Portionen. Stück Schokolade. Ich habe kaum eine Füllung drin. Füllung ist wenig, aber sie ist lecker. Das schmeckt wie Eis. Ohne Witz. Du hast recht, das schmeckt. Ja. Das schmeckt wie Eis, das ist fein. Schmeckt das ein bisschen nach Karamell? Eine Winzigkeit. Ja, ja, natürlich, ja klar. Also da guckt so ein bisschen Creme raus, aber hier ist ja auch noch Weiß mit drin. Sauer lecker. Ja, ja, lecker ist das schon. Ich probiere es mal. Soll da weiß sein? Doch, ist weiß drin. So, halt es mal da in die Kamera. Doch, sieht schon aus wie auf der Verpackung. Also, Bubi? Ja? Das ist lecker. Aber absolut lecker. Jetzt ohne Witz. Das ist gut. Was meinst du? Also, ich würde bald sagen, 4 Sterne mindestens. Bald 5, oder? Für so einen Snack. Also, wenn Schokolade fällt, ein bisschen anders da wäre. Kennst du Kinder Maxi King? Ja, logisch. Also das kriegt 5 mit nochmal 5 oder das 20 Sterne. Also wenn man es mit dem... Also bis jetzt ist das Beste. Ja. Bis jetzt muss man 5 Sterne geben für Minions. Da kriegt es volle 5. Oder 5. Ja. Da haben wir 5. Da kriegt es 5. 5. So. Also das war gut. Das war 5. Das war in Ordnung. Absolut 5, gut. 5 Sterne. Bisschen teuer, 5. Aber gut. So. Ach Gott, das gleiche nochmal. Nee. Schokobanane. So, da sind bloß 4 drin. Bin mal gespannt, wie groß die sind. Lass ich nicht wieder was falsch machen. Und ob da auch wieder mehr. Ach, in der Mitte aufreißen. Schätzele. So einfach. Ganz genau. Du hast voll drauf. Ich bin der Aufreißer da. Du hast voll drauf. Ah, die sind größer, oder? Sind die größer? Ja, die sind größer, sind breiter. Okay, alles klar. Ja, 4 sind drin. Wie viel Gramm haben wir? 108 Gramm. 108. So, eine Dedo sage. Eins für den Ruby. Eins für den Ruby. Eins für mich. Eins für den Joey. Und sonst? Okay, na dann. Machen wir mal auf. Das ist jetzt was? Wie heißt's? Banane-Snack. Schoko-Bananen-Milch-Snack. In der Mitte hat es einen gelben Kern. Und war auch gekühlt, logischerweise. Es ist auch gekühlt. Es gibt auch Minions-Tort. Aber die haben wir doch schon mal gehabt. Wir haben kein Minions-Tort gegeben. Doch! Minions-Tort ist im YouTube drin. Echt? Jawohl. Weiß ich gar nicht, muss ich gucken. Wir haben Minions-Tort gehabt. Also das ist auf jeden Und Fall... unsere User wäre sagen, das schon hat recht. Rechtliche dunkle Schokolade. Die anders Schokolade. Ah, hi.
Ja, stimmt. Ja, die Zartbitter. Stille mit Zartbittern. Oh, ich bin kein Freund von Zartbittern. Die Zartbitter, aber vielleicht macht sich ja gut. Ich weiß nicht. Prost. Ganz schön. Abgeschürzt. Ein bisschen, aber nicht schlimm. Das ist wie so Schaumcreme. Kein Mousseau, Schaum. Gelber Punkt ist drin. Und ohne Spiel Biskuit, ne? Biskuit ohne. Ist aber auch lecker. Sie ist nicht so übertrieben süß. Das finde ich jetzt wieder gut. Das ist lecker. Aber wenn wir ehrlich sind, die kriegen wirklich 5 Sterne, die hier. Ja. Aber sie sind mächtig süß. Wahrscheinlich durch die Nuss. Ja, aber schmeckt herrlich nussig. Cool. Der schmeckt herrlich nussig, genial nussig. Also das ist wesentlich zarter, ja. Und da stört mir jetzt auch nicht das Zartbitter im Gegenteil. Ich mag es aber. Das kann man ohne Sabber gar nicht essen. Ich habe das Gefühl. Ich finde aber auch gut. Ich finde aber auch wirklich sehr gut. Nicht übertrieben süß. Nee. Und du? Ich hätte mal volle Punktzahl geben. Oder eher weniger. Nee. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir persönlich schmeckt das besser. Mir persönlich. Also ich finde die beide gleich. Ja, okay. Ich mag das besser. Okay. Das mag ich lieber. Ja, warum? Weil du Nougat-Fan bist und Nougat ist halt Nuss. Mit Milchzeug. Deshalb. Ich trinke für mein Leben gern kühl. Aber ich bin jetzt sehr positiv überrascht. Das Zartbitter stört kein bisschen. Ich bin sehr positiv überrascht. Hast du auch geschabbert? Ja, natürlich, klar. Ja? Ja, nein, alles gut. Also ich finde, das ist richtig gut. Auch 5 Sterne? Musst du wissen. Also ich gebe dem beide 5. Sage, mir persönlich schmeckt das besser. Okay. Aber dann jetzt dem 4 geben. Das wäre ja unfair. Also man kann so nicht an andere Sachen messen. Wir haben jetzt bloß, also das finde ich war am schlechtesten. Ja. Im Vergleich. Ja, im Nachhinein jetzt. Wenn man schlecht sagen will überhaupt. Nee, ja. Ich gebe 5. Die fand jetzt klasse. Sollen wir die voll essen oder sollen wir noch? Ich tue mal in den Kühlschrank, dass wir nicht overload sind mit süßen Sachen. Okay. So, und jetzt? Ich hätte jetzt gerne noch was. Trinken. Neu. Was Gescheites essen. Ich hab nichts, ich hab bloß Salat. Salat habe ich ja gegessen. Salat ist Hasenfutter. Ja, da habe ich Hasenfutter gegessen. Ich esse ja ab und zu Hasenfutter, Salat. Muss ja ab und zu sein. Also was jetzt nochmal? Also als mein Favorit. Mein Favorit, wissen wir mittlerweile, ist das. Dann das? Also 5 Punkte, 4 Punkte, 3 Punkte. Da 5. Ne, da kann man auch, ja, wenn ich jetzt 4 gebe. Ach doch, kannst du ja machen, ist doch egal. Bloß halt so hebe das Slide sehen. So ist perfekt. 5? Ja. Ja gut, ich habe halt nicht so. Du magst. Ich gebe jetzt für das 4. Ja, ist doch in Ordnung. Und das Ding da, naja, haben wir gesagt 3. Ja. Maximal. Ja. Aber die Creme, aber die war ganz seltsam, die war fettig. Das war nicht gut. Die Bananencreme, es gibt ja den künstlichen Bananengeschmack, hat es auch, aber manchmal ist der richtig übel. So penetrant, dass er schon fast schlecht wird. Das war bei dem noch okay. Das war bei dem nicht, das ist okay. Die Konsistenz von der Mousse war klasse, aber dieser Schokoflutsch oben drauf, das war nichts. Dann lieber Sahne drauf. Ist da doch nochmal eins? Eins. Also esse ich ja nochmal eins. Sind's? Ja, weißt du was, dann esse ich noch eins und das kriegst du. Nein! Doch, das kriegst du, weil du magst. Ja, aber in den Kühlschrank dann, okay. Oder soll ich die zwei essen? Nein, ess doch eins. Ess! Also ich probiere da nochmal eins. Muss ich nochmal das essen? Wir sprechen von denen. Von denen drei Hubel. Von denen drei Hubel. Okay. Da brauche ich was Herzhaftes hinterher. Das schmeckt mir am besten. Das war schon okay. Aber. Das hat was. Es hat einen volleren Geschmack wie genau. Im Schokolade. Ja. Das ist halt so luftig, locker leicht. Ist ja okay. Das schmeckt noch Nougat. Ja? Das schmeckt total noch Nougat, deshalb magst du das. Ja. Nuss, Nougat. Ich kann es gut verstehen. Also. Aber wenn ich ehrlich bin. Es ist schon noch ein bisschen besser wie das andere. Aber halt auch süßer. Wenn ich ehrlich bin. Du kennst mich schon 33.000 Jahre.
Ich bin ein verdammt süßer Schokoladenberge, weil ich eben sein muss. Aber jetzt bin ich keins mehr. Jetzt bin ich irgendwie... Jetzt bist du ein Genießer. Oder weil ich gerade vom Trainieren komme. Da bräuchte ich dir jetzt was Normales zum Essen. Und nicht so süße Sachen. Es hat mir wohl jetzt nur was Normales. Die Dinger sind ganz schön lang haltbar. Ja. Aber ich muss sagen, danke für den Überraschungstest. Hast du mir heute Mittag am Telefon auch gekündigt. Ah ja. Hat Paul gerufen, da. Fragt mich, ob alles in Ordnung ist. Und gesagt, ja. Lass, dann machen wir einen Test. Machen wir einen Test? Ob ich gut drauf bin. Man kann es nicht immer machen, einen Test. Nee, ich mache aber nicht. Da kann man es nicht machen. Oh, jetzt bin ich aber, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt brauche ich. Ja, ich habe schon gemerkt, nach dem Studio habe ich gar keinen Hunger. Da bin ich einfach ausgeglichen. Naja, nach dem Studio essen ist eh eine schlechte Idee. Eigentlich sollte man gar nichts essen nach dem Studio. Nie mehr. Nie wieder. Nie mehr. Lieber Rubi. Weil nach dem Schwitz ist dein Körper irgendwo doch ein bisschen gereinigt. So, ja. Und jetzt ziehst du das halt wieder rein. So, ich sage jetzt zum Rubi danke. Rubu. Du hast dich nie so bedankt. Was ist denn los heute? Macht das der Duft? Hast du heute eine Erfahrung gehabt? Wieder alle von deinen 50.000 Mädeln? Nee. Nee. Ah. Heute nicht. Heute war ich auch wenn der User wüsste, was ich mir alles... Was du da alles in den 33.000 Jahren schon gehört. Nein, nein, nicht bloß auch her, wo wir dort hangen waren letztens, ne? Ach, wo wir die anderen getroffen haben. Yes. Stimmt. Ja? Ich hab ja gesagt, guck mal, da steht eine. So schnell kann's gehen. Dann hab ich gesagt, warte, komm, ich warte, bis sie rauskommen, dann kannst du noch ein bisschen mit der schwätzen. Kaum ist sie reinkommen, gleich in den Arm genommen und busseln. Na, busseln hast du keins gegeben. Na, doch. Aber fest, ja. Hast du auch busseln ja, gegeben, ne? Ja. Und gleich in den Arm, Frauen trösten. Das kann er schon. Das kann er. Das kann er, seine amoröse Abenteuer. Die amoröse Abenteuer. Tja, ah. Wenn man weiß, du. Ne? Der Solist im Knabenchor, der kann und darf. Der Solist im Knabenchor, der kann und darf. Dich singen höre. Mich? Nein, singen kann ich nicht. Und hinterher einfach. Sollen wir was Schlimmes gucken oder was Lustiges? Heute weil du mal, sagst ab und zu, heute du willst mal was Komödie. Lustiges. Heute gucken wir eine Komödie, will mal lachen. Ich sag ich dir, was verlachen, du heute auch gucken. Ich will mal auf dem Boden liegen. Magst du? Magst du? Ich hab was ganz anderes. Der Rupi hat jetzt... N mit X. Du hast ganz tolle Fernsehprogramm. Ganz tolle Fernsehprogramm. Und da ist jetzt was ganz Neues rausgekommen. Gestern schon mal kurz reingeguckt. Ist das schlimm? Sind wir ja gewöhnt. Oh, das war aber ein Ausständiger. Der war ausständig. Das ist okay. Das ist jugendfrei. Das kann man lassen. Der hat heute noch ein Zahn tragen müssen. Die User sind was kein Mensch anguckt. Der wird sein. Ich? Ist heute keine Kreuzschmerzen. Heute bin ich. Ja, ja, geht's? Aber wenn du jetzt in meinem Sofa wieder drin guckst, dann kommst du wieder nicht mehr raus. Wieder nicht mehr raus. Dann wird es Frankensteuer-like. Dann wird es wieder Frankensteuer. Ja, guck, die Küche ist im Urheim nicht. Fährchste? Ich fährch mich. Ich mach das. Dunkle Licht? Von der dunklen vom Licht. Vom dunklen Licht? Was ist los? Von der mit dunklen mir? Licht? Ich bin überzuckert. Komplett. Wir sind Overload. Oh. Ich nehme das Gläschen. Die tue ich spülen, die Gläser. Oh. Ja, die sind schön, da kann man. Die sind goldig. Und die Deckel dazu. Und die Deckel dazu. Du kannst den Cocktail nehmen. Ich mach das Ding mal weg. Oh, das geht sogar. Ach, ah, ist wieder Kleber drauf. Wie ich hasse, wenn Kleber drauf ist. Das geht nicht, gar nicht. Das ist dein Thema. Da brauchst du Spüli. Oh, halt, das war scheiße. Oh, scheiße, das ist schon Marke, gell? Nee. Spüli? Das ist keine Marke. Nee. Die Marke heißt mit P und R-I-L. Ich hab's nicht ausgesprochen. Ja, ja, aber gibt's nicht eine Marke, die Spüli heißt? Nein, Spüli ist der schwäbische Begriff für Spülmittel. Spüli. Du brauchst Spüli. Ich darf es ja jetzt nicht sagen, aber wenn ihr Spüli sagt, ne? An was denke ich da? Herr Spüli? Nein, Spüli, an was denke ich da? Nee, das gehört hier aber nicht her. Ach so. Verstehst? Hä? Er versteht's nicht. Doch, ich versteh's glaub doch. Verstehst du glaub doch? Ja. Ne? Das sagen wir aber nicht. Genau. Er hat keine Ahnung. Ich sehe das. Du kennst mich so lange. Du hast keine. Siehst du, du hast keine Ahnung. Du kennst mich so lange und kennst mich doch nicht. Rupi Bolz, das unbekannte Wesen. Ne? Dein Rupi Bolz, das unbekannte Wesen. Guck mal, jetzt sind sie sogar zusammengeklebt wegen dem Scheiß. Spüli wollte sagen. Spüli?
Wir machen jetzt Schluss. Wir machen Schluss. Wir sagen zu dir, aber Muster, du gehst ja wieder nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich dich mal eine Figur reviewen lassen soll. Reviewen? Ja. Also ja. Vorstellen, besprechen. Ach du liebe Zeit, das kann ich doch nicht öffnen. Auto, ein Autokalender. Ich hätte mal so gerne einen Autokalender schenken und dann deine Meinung dazu hören. Oder es gibt ja einen Männerkalender, aber da ist bloß Scheiße drin. Es gibt ja Kalender nur für Männer und da ist bloß Scheiße drin. Oder will ich einen Erotikkalender auspacken? Den können wir doch nicht bei YouTube auspacken. Doch, 18 kann ich auf 18 schalten, das ist kein Problem. Aber was soll denn da drin sein? Das muss ich jetzt streichen. Das muss streichen. Das muss ich jetzt abblenden. Ja. Also haben wir es, oder? Sind wir durch? Wir sind durch, wir haben die Minutes getestet. Deine Küche ist immer noch dunkel. Ja. Ich habe kein Licht da gemacht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da mal Autofragen stellen soll. Wir machen Quiz mit Joe über Autos. Es gibt ja so Tests zu Autos. Ich weiß, könnte man und dann schon sieht man dann, wie gut ist der Joe really. Ich sag ja, der Joe ist unschlagbar. Warum ist das ausgefahren? Ah, weil er ausgefahrene Figuren auspackt. Da war erst Rupi Bolz Meterstäble ist kaputt gegangen. Also, weißt du, dass man mittlerweile gar nicht mehr normale Meterstäb hat? Nee, Laser. Richtig. Taugen die was? Kennst du die? Und die halt schon die Figur noch und die messen das ab. Ich weiß bloß, der Laser muss einen Gegenpunkt haben. Ja, ja. Wenn ich jetzt den Laser da an die Wand hätte, dann hat er ja den Punkt, wo er aufhört. Aber wenn ich ihn an die Figur noch hebe, wenn ich jetzt da den Laser noch hebe, ja, dann weiß doch aber der Laser nicht, wo es da aufhört. Sage doch. Dann schießt er doch in die Luft. Totaler Schwachsinn. Ja, sorry. Ja, sage doch. Das hat doch keinen Wert. Da müsste ich ja der Hanna was hochziehen, dass er da wieder einen Anstoß hat, der Laser. Das ist doch scheiße, für was brauche ich das? Wenn ich das jetzt ganz falsch sehe. Wenn ich jetzt Entfernung zu der Wand will. Ja, ja, das ist ja klar. Okay. Da hat ja der Laser einen Punkt, aber wo er aufschlägt. Aber eine Figur abmessen? Aber immerhin, wie soll das gehen? Oder erstellt es einen 3D-Raum und misst dann das Ding ab? Da müsste jetzt quasi da und da was hochmachen, damit der Laser, oder besser gesagt, da was hochmachen, der Laser da nachheben, dass er da aufhört zu messen. Das ist doch Quatsch. Ich will doch bloß die Figur messen. Wir bleiben beim Alten. Also müssen wir doch beim Alten bleiben. Der Rupimeter. Der Rupimeter, ganz genau. Oder? Der hat einen Meter. Das ist genau ein Meter. Das ist genau ein Meter. Wie geht's denn? Nein, doch ist ein genau ein Meter. Aber ich hasse es dann, wenn es an den Gelenk so lottrig wäre. Das hasse ich. Das dauert nicht lang, wäre es ja lottrig. Ah. So, der Joe geht aus dem Bild. Der Joe geht jetzt zum fünften Mal aus dem Bild. Ich hoffe, da bin der Presser. Draußen ist dunkel, das macht mir Angst. Der Joe fercht sich. Ja, komm, wir machen Schluss. Genau, trag den Stuhl raus.